Das ist das neue Sony Xperia 1 Mark 5 und in diesem Video schauen wir uns an, was das Flagship-Smartphone und insbesondere die Kameras so drauf haben. Ich war für dieses Video in Hamburg unterwegs, sowohl am Nachmittag mit tiefstehender Sonne für Videoaufnahmen, als auch am Abend mit wenig Licht, denn eine der Stärken des neuen Smartphones sollen Lowlight-Aufnahmen sein, dank neuem Bildsensor. Fangen wir mit den Videofunktionen an, die haben es richtig in sich. Wir haben 4K-Auflösung mit bis zu 120 Frames in der Sekunde für Slow-Motion-Aufnahmen. Und während ich hier spreche, zeigen wir schon mal so ein paar Aufnahmen, die wir in Hamburg aufgenommen haben, nur mit dem Smartphone. Dazu haben wir die Möglichkeit, jetzt Focus-Peaking und auch das Histogramm einzublenden für die Videoaufnahmen. Das hilft dann zum Beispiel beim manuellen Fokussieren oder auch beim Belichten. Ziemlich coole Features, die man eigentlich nur aus den professionellen Alpha-Kameras kennt, jetzt aber eben auch im Smartphone drin. Drin ist auch das S-Cinetone for Mobile Farbprofil. Das ist so ein flaches Bildprofil, was einen höheren Dynamikumfang gibt, aber auch die Farben richtig schön darstellt. Wir filmen damit zum Beispiel ganz, ganz viele Videos hier auf YouTube auch. Die Costa Rica-Videos zum Beispiel haben wir so gefilmt. Und das bietet einem nochmal mehr Spielraum im Grading und eben man hat auch ein bisschen höheren Dynamikumfang. Und es gibt allgemein so einen cinematischeren Look. Also all das, was man eigentlich aus den großen Kameras kennt, hat man jetzt hier auch im Smartphone drin. Was man auch von den Alpha-Kameras kennt, ist die Creative Look-Funktion. Man kann sowohl beim Fotografieren als auch beim Filmen den Farblook passend zur Szene oder dem Geschmack anpassen. Für Social-Media-Content super nützlich, denn ich muss das Material nicht extra noch bearbeiten, sondern kann es direkt hochladen. Welchen Farblook findet ihr am besten? Was ich richtig cool schon an den alten Xperia-Handys fand, was wir hier auch drin haben, ist die Funktion des manuellen Fokus im Videomodus. Gerade mit Focus-Peaking, jetzt fast wie bei den großen Kameras, man kann mit dem Daumen oder mit welchem Finger auch immer den manuellen Fokus verändern, ganz spielerisch und so richtige Schärfeverlagerungen machen oder auch bewusst Bokeh produzieren und dann so ja, träumerische Stimmungen filmen einfach, wo so ganz viele unscharfe Bokeh-Balls so durch das Bild durchschweben, zum Beispiel bei Bäumen oder bei Lichtern am Abend. Und das alles im Smartphone. Wer lieber den Autofokus benutzen möchte, bekommt Augen- und Objekt-Tracking im Videomodus. Das ist auch richtig cool für so Vlogs zum Beispiel oder auch, wenn man sich selber filmen möchte. Also man kann das Smartphone alleine zum Filmen benutzen, kann man sagen, aber man kann es auch in Symbiose mit den professionellen Alpha-Kameras benutzen. Und vielleicht könnt ihr euch noch an ein Review aus den letzten Jahren erinnern. Da gab es schon mal die Möglichkeit, dass man das Xperia mit HDMI an seine Alpha-Kamera anschließt. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach über USB-C in die Alpha-Kamera zu gehen. Und das ist echt cool. Das heißt, ich kann jetzt das Smartphone als externen Monitor benutzen über USB-C mit den neuen Alpha-Kameras. Ich habe das zum Beispiel jetzt mit der 7R5 einfach mal ausprobiert und er nimmt dann das Videosignal und streamt das hier auf das Handy rauf. Ich kann dann Focus-Peaking zum Beispiel einstellen. Ich kann sowas wie False Colors einstellen, was super abgefahren aussieht. Ich kann aber auch zum Beispiel einfach reinzoomen und so über einen größeren Display per Touch über das Smartphone wie bei einem externen Monitor zum Beispiel eben vergrößern und dann die Schärfe nochmal genau überprüfen. Und das jetzt im Smartphone direkt per USB-C in die Kamera. Natürlich kann man das Ganze auch zum Vloggen benutzen, wenn man dann zum Beispiel die Halterung umdreht und das Smartphone zu einem selbst richtet, während man so in die Kamera reinspricht. Apropos Vlogs, der Sound bei Videoaufnahmen, wenn man sich selber filmt, ist richtig gut, denn es gibt ein extra Mikrofon für die Stimme, das die Stimme filtert und dann präsenter macht. Und dazu gibt es nochmal Mikrofone, die nur die Umgebungsgeräusche aufnehmen. Das Smartphone hat drei Linsen, 16 mm, 24 mm, das ist die Hauptlinse. Und dann haben wir noch 85 bis 125 mm. Das hat tatsächlich einen optischen Zoom, das heißt eine gute Bildqualität und wir können eben das Bild noch mehr vergrößern.
Kommen wir zu den Foto-Features. Im Fotomodus haben wir bis zu 30 Bilder in der Sekunde Serienbildaufnahme, zum Beispiel cool für Sport oder allgemein Actionaufnahmen. Und das im Zusammenspiel mit dem Autofokus funktioniert richtig gut. Es sieht eigentlich genauso aus wie bei den professionellen Alpha-Kameras. Wir haben diese kleinen grünen Punkte, die tanzen über das Bild und tasten das Bild ab und legen dann die Schärfe dahin, wo die Action passiert. Auch im Fotomodus gibt es Augen- und Objekt-Tracking, sogar mit AI-Unterstützung, ähnlich wie man das bei der 7R 5 kennt. Was generell auch schon bei den alten Xperia Smartphones ziemlich cool war, ist der Auslöseknopf. Der funktioniert nämlich genau wie bei der Kamera. Halb durchdrücken zum Fokussieren und dann macht es richtig so didit. Man hat diese ganzen Punkte, die so rumtanzen, und dann voll durchdrücken, um eben das Foto zu schießen. Gibt einem so das Gefühl von einer richtigen Kamera. Zeit, uns das Herzstück des Xperia 1 Mark 5 anzugucken, der Exmor T 4 Mobile Bildsensor. Der soll noch mehr Licht einfangen können und durch Multishot-Processing das Bildrauschen sichtbar reduzieren. In so Lichtsituationen kurz nach Sonnenuntergang ins Gegenlicht noch rein fotografiert, hat das mit dem HDR richtig gut funktioniert. Der Himmel war richtig schön orange, der Vordergrund war noch richtig schön hell zu sehen auch. Und je weiter es dann dunkel wurde, haben die Belichtungen immer noch richtig gut funktioniert. Ob es jetzt der beste Lowlight-Modus ist in einem Smartphone, weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er funktioniert intuitiv, man muss da gar nichts extra einstellen, sondern macht einfach die Bilder und die Kamera erkennt automatisch, jetzt ist es dunkel, jetzt aktiviere ich den Modus, jetzt mache ich mehrere Belichtungen quasi, rechne die zusammen, rechne das Rauschen nochmal raus und das Bild sieht danach dann richtig gut aus. Und selbst als es komplett dunkel war, konnten wir noch Bilder aus der Hand schießen, ohne Stativ, nur mit dem Smartphone, und die Qualität, finde ich, ist für ein Smartphone richtig gut. Ansonsten finde ich, ist es ein tolles Gerät, es macht Spaß damit zu arbeiten, sowohl im Automodus als auch im manuellen Modus kann man super viele Sachen einstellen. Gerade der Videomodus ist super krass, manuell Fokus, Fokus Peaking. Ich kann das Ganze connecten mit meinen Sony Alpha Kameras, externen Monitor nutzen, was vorher nur mit einem super teuren Smartphone eben möglich war. Mit einem ganz speziellen Smartphone für Profi-Anwendung ist jetzt quasi im normalen Flagship auch mit drin und das nicht über HDMI, sondern mit USB-C. Da noch ein Zusatz, man braucht ein spezielles USB-C-Kabel, was schnell genug überträgt, damit man auch 4K übertragen kann, und man kann auch Livestream darüber, was auch ziemlich cool ist, weil dann ist das Gerät quasi, kann man sagen, der Sender, und man kann dann über SIM-Karte oder über WLAN, wie auch immer, sein Bild von der Kamera eben per Livestream ins Internet senden. Das ist schon ziemlich cool. Oder auch direkt darauf recorden. 256 GB Speicher haben wir hier intern. Auch die Lowlight-Aufnahmen und diese ganzen Autofokus-Features, diese ganzen Punkte, die man so umtanzen hat, diesen Auslöser, den man halb durchdrücken kann und ganz durchdrücken kann, das ist schon alles sehr cool und sehr intuitiv, und ich kann mir vorstellen, dass man als Fotograf damit auch eine Menge Spaß haben kann oder auch als Videograf. Wie findet ihr das neue Xperia 1 Mark 5? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben geben und ansonsten den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, und ich würde sagen, ich schieße noch ein paar Fotos.